Anne hatte dir wegen uns geschrieben, gehabt. Ah, hi. Ja, ich habe dir, glaube ich, auch gesagt, dass ich immer mal wieder rauskomme. Ja, ich wusste auch nicht, was ich jetzt hier veranstalten soll, dass sie auf uns aufmerksam machen können. Selbst geliked. Einen wunderschönen guten Tag gewünscht daraus, meine Lieben. Ich sag jetzt nichts mehr. Ey, dass ich überhaupt so mutig bin und dieses Zimmer zeige, dafür habe ich eigentlich einen Orden verdient, ey. Einen Riesenorden habe ich dafür verdient. Ich schreibe gleich. Was habe ich auf deinem Handy gemacht? Das ist peinlich. Okay, komm, lass uns anfangen. Komplett durchgeschwitzt. Ne? Ich bin voll fertig gestylt und könnte quasi schon wieder duschen gehen. Aber ich zeige euch jetzt erstmal ganz kurz den aktuellen Stand der Dinge, bevor ich noch den Rest mache. Ja? Ich wusste gar nicht, dass hier Parkett drin liegt, aber seht selbst. Ja, also das ist das Zimmer jetzt aktuell. Ich muss jetzt quasi hier noch oben einmal abräumen, die Deckenecke machen und die Küche. Und ich habe natürlich so aufgeräumt, dass ich alles Lego zu Lego, Straßen zu Straßen, hier ist das PC kaputt gegangen, da muss ich auch was Neues bestellen, Straßen zu Straßen, ne, wie man das halt macht, ne? Wie gesagt, da hinten fehlt jetzt noch der Tisch, also hier das Teil einmal. Da sind so viele technische Sachen, da muss ich einmal gucken. Das macht Mara dann noch, so geteiltes Leid, halbes Leid und da hinten noch die Kuschelecke quasi. Mara, was hast du eigentlich dort in den Schubladen drin? Schläfst du? Du sag mal, was hast du hier drin? Darf ich das aufmachen? Ich weiß es nicht. Ja, perfekt. Und da? Da ist, glaube ich, was drin. Ja, hier sind Bestwäsche. Das ist von, ja. Ja. Und hier, achtet, ich glaube, das ist eine Pfandflasche drin. Eine? Keine Ahnung, ich kann auch mehr mal. Nein, hier ist eine. Ah, hier ist wirklich eine. Ja, eine Pfandflasche. Okay, cool. Hier ist was drin. Das müssen wir exposen, was da drin ist. Da. Ich expose es doch nicht. Was ist denn das Zeug hier? Guck mal. Was ist denn das? Was ist das? Das ist. Keksteig zum Löffeln war es mal. Okay, dann machen wir die beiden Schubladen nachher leer. Komplett. Saugen wir es einmal aus, Hase. Hier ist ein Ohrring drin. Wir saugen das gleich aus und dann kommen da die Decken rein. Dann kannst du dich da auch mit dran bedienen, okay? Okay? Yes. Dann haben wir nämlich hinten die Ecke auch leer. So. Genau, zum Beispiel. Also machen wir die Ecke da hinten zusammen. Du aber machst nicht das. Jetzt nachher. Nein. Du machst das, ich mach das und das. Wir müssen gucken, wir wollten jetzt was essen, dann wollten wir noch zu Dings. Ja, und wir haben heute beide viel zu tun. Wir machen und halt viel Mama und vor. Tochtertag. Genau. Und wir gehen heute noch ins Kino heute Abend, 20.25 Uhr. So spät war ich nicht. Ja, wir fahren jetzt los. Und kannst du mir noch mal ganz kurz sagen, Borsigwerke Kino wegen dem Film? Was heißt denn das jetzt? Also, wir fahren jetzt los, oder was? Ja. Cinemax oder so. Sinister. Ich muss mir das Briefing nochmal durchlesen, dass ich nichts falsch mache nachher. Wir haben jetzt auch schon Vorkehrungen getroffen. Hier ist jetzt kein Teppich mehr. Hier ist kein Teppich mehr. Der ist abgezogen. Das wird einmal gewaschen. Genau, dann haben wir jetzt hier keinen Teppich mehr. Die haben noch drei Teppiche hochgemacht, oder?
Flur, Dings. Ach so, und von Maris in seinem Zimmer, den Teppich haben wir auch rausgenommen. Guck mal. Genau, ja. Warte. Süße, ich bin eine Ballerina. Gut, wir ziehen uns jetzt an und... wir kommen aber nicht mal nach Hause, bevor wir wegfahren. Ja, natürlich. Kann nicht mehr. Wir ziehen uns jetzt an, holen Maris und gehen was Leckeres essen. Und zwar das erste Mal griechisch hier bei uns in der Nähe. Ich habe einen Schnitzel gegessen. Bis gleich. Okay, tschüss. Okay, Maris muss kurz warten. Wir gehen oder... Unsere Termine überschneiden sich. Die sind Nuklearmedizin mit der Impfung. Dann musst du dann mit ihr zur Impfung. Oder Reingendorf. Nee, da zu unserer chirurgischen Praxis zu impfen. Das ist doch Reingendorf. Das ist der Hellersdorf! Weil ich doch von den Lappen. Ah, du Spacken, was machst du jetzt hier? Ich warte. Worauf wartest du? Achso, soll ich hochgehen oder was? Ich dachte gerade sonst hast du jemand, der von mir will. Er weiß nicht, dass es mit dem Aufgrund ist. Kannst kommen! Die Schatzsuche beginnt! Das ist die Schatzsuche, du hast gefunden. Echt, Mama? Er ist voll enttäuscht. Ey, man kann mir den Boden sehen! Wir waren jetzt gerade eine Stunde nicht zu Hause und mein Handy explodiert. 100 Termine, 300 Anrufe. Was ist los, Alter? Was ist los? Was stimmt nicht? So. Sagst du mir Bescheid, wenn wir losfahren, damit ich mich noch fertig machen kann? Hä? So, Leute. Kannst du mal kurz mitkommen? Ich brauche mal deine Hilfe, glaube ich. Komm mal mit kurz zum Auto. Was denn? Du bist mitten in einem Spiel? Ja. Ey, hört mir auf mit eurer Spielekacke. Ich habe für Spielen kein Verständnis. Ja, ich auch nicht. Sagt derjenige, der den ganzen Tag spielt. Schön, dass du selbst drüber lachen musst. Oh, es ist kalt hier ohne Teppich. So. Ich brauche ja noch ein Hundebett fürs Auto. Ich bin nicht gewillt, eine Hundebox, eine Metallbox in den Kofferraum zu stellen, weil wir durch die hintere Sitzreihe keine wirkliche Box nach hinten hin stellen können. Also wir haben ungefähr, ich zeige euch das kurz, in dem Auto hier, hinten noch am Kofferraum so viel. Und da passt ja keine Box rein. Dadurch, dass das Auto sehr hoch ist, kann ich natürlich einen Einkauf hochstapeln. Deswegen gehe ich immer mit Stapelboxen einkaufen. Jetzt habe ich lange hin und her überlegt, was mache ich mit dem Hund? Ich könnte jetzt rein theoretisch für zwischen 3.000 und 5.000 Euro eine Rücksitzbank holen, dass hinten drei Kinder sitzen können. Dann könnte dieser Sitz, wo ihr jetzt hier steht, quasi raus. Mama, eine Box würde ich hier aber trotzdem nicht hinstellen. So groß ist der Sitz. Außerdem jetzt nicht für den Anfang, weil es ja schwachsinnig ist. So groß ist der Sitz. Ist ja auch nur eine halbe Portion. Mama, so groß ist der Sitz. Nee, die Schuhe rein. Warum? Ich habe die mit Absicht gerade drin stehen lassen. Warum? Jetzt habe ich gefunden, ein Hunde-Autobett-Travel-Mat. KR Duo Plus nach Wunschmaß. Das sieht so aus. Okay. Und dieses Bett würde ich gerne hinstellen wollen. Okay. Hier hin. Jetzt kann man das sehen. Also hier. Das ist mega viel Platz. Ich weiß nicht. Ich habe da ja schon mal einen Hund sitzen gehabt. Und zwar den von meiner Schwester. Und sie hatte da mega viel Platz. Und die haben ungefähr beide die gleiche Größe vom ausgewachsenen Zustand. Ja? Gib mir mal bitte. Ist das original? Ja, die sind original. Sie hat einfach mal 220 Euro Schlappen an, ey. Okay, komm mal bitte weg vor der Kamera. Und jetzt muss ich quasi diese ganzen Maße irgendwie ausrechnen, ausmessen. Was willst du denn machen? Also pass auf. Hier stehen die Bezeichnungen. Hier sind die Bezeichnungen. Was machst du da? Ist das eine Hundebox? Ja, das ist so eine... Aber das wird nicht, oder? Warte mal, wie hoch sind die denn? Höhe? 2. H1, H2. Die beiden Höhen, H1 und H2. H1 ist die generelle Höhe. Wie hoch soll denn die generelle Höhe sein? Ist das die generelle Höhe? Na, da könnte man ja theoretisch 40 machen. Ich schreibe das einfach mal auf. H1, 40.
Leute. Wären das nur 35? 35? Das haut doch nicht hin, Mann. Was wäre denn ein gutes Maß? Ja, bei 40 cm. Tim hat gerade eine Story gemacht, wo man den Hintergrund gesehen hat. Ich glaube, das ist genau auf dem Berg ab, wo Warschauer Straße. Warte, ich zeig euch jetzt mal, was das leckere Müsli ist auf der ganzen Welt. Ich zeig das, okay. Ach Maris, ich glaube, wir haben keine Milch mehr. Echt nicht? Doch. Puh, wenn das jetzt keine Milch mehr gäbe, hätte ich mir Schmelz genommen. Das heißt, wir fahren jetzt dahin. Zeig zuerst. Also Maris liebt dieses Müsli und frisst diese Dinger packungenweise. Wie viel ist das drin? Okay. Denkst du einfach noch mal raus, oder? Was? Und dann macht Papa mit mir eine Höhe. Ich mach mal alles wirklich jetzt. Kannst du mir bitte mal noch schnell einen neuen Akku holen von oben? Mein Gott, was mache ich nicht alles für die Kinder, ey. Aber ich wusste ja, dass Mara Maus auch in das Alter kommt. Für Marlene habe ich das auch gemacht. Bei Maris wird es wahrscheinlich schon kritisch, weil ich dann schon echt alt bin. Bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, wo ich parken soll. Ich brauche Geld, oder? Fragen oder Fragen? Ich brauche eine Maske. Eine Maske? Was? Habe ich. Ja, eine Maske. Hast du meine? Ja. Wo ist meine? Hast du einen Akku? Ich habe eine. Ja, ich gucke, ob meine Maske im Auge ist. Kann ich das mal bitte? Hast du mein Handy rausgefallen? So. Dann drückt uns mal die Daumen, dass die Jagd Erfolg hat. Ich habe keinen Hausschlüssel bei. Sitzt sie jetzt im Mercedes drin? Guck mal, was sie jetzt sagt. Hi. So, Leute. Wir sind jetzt Grünberger Straße, Ecke Warschauer Straße. Wo ich jetzt schon mal Augen aufhalten? Das bedeutet, wir haben jetzt nur noch keine 400 Meter mehr zu Tims Hotel. Mara Maus ist so ultra aufgeregt. Guck mal, wir haben ihm sogar gerade noch einen Red Bull gekauft, obwohl er eigentlich immer Energy trinkt, aber es gab kein Energy mehr. Das ist doch ein Energy. Nur eine andere Firma. Das ist Red Bull. Genau, statt Monster. Ach so, ja. Aber... das ist ja nicht das Gleiche. Ja, ich weiß, ist es auch nicht, aber naja, egal. Ich wusste, ich dachte, man sagt zu allem. Nee, da ist viel Koffein drin, deswegen heißen die alle Energies. Ja, okay, jetzt ist egal. Also, ich weiß, dass er jetzt gerade im Hotelzimmer ist. Warte, ich muss ihn noch mal kurz stalken, damit wir es gerade, wir sind uns noch nicht sicher. Wir eine Nummer stalkt aus dem Hotelfenster und jetzt ist er gerade auf dem Weg nach unten, weil er ja unbedingt den Bachelor sehen wollte. Das heißt für uns wahrscheinlich, dass wir noch Zeit haben, einen Parkplatz zu suchen. Was natürlich geil wäre, obwohl ich bin mit dem Audi unterwegs. Ich hätte wahrscheinlich auch quer aus dem Auto rausbrüllen können und hätte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gehabt mit dem knallgrünen Auto. Dieses Ast muss ich aber wahrscheinlich nicht ausspielen. Das heißt, ich werde jetzt daran vorbeifahren, gucken, ob er draußen steht. Wenn er draußen steht, schreie ich ihn an, schmeiße Mara raus. Oder aber schmeißt mich aus dem Fenster. Ich suche einen Parkplatz und dann stellen wir uns vor die Tür und warten und hoffen, dass er wieder rauskommt. Mit dem Energy in der Hand. Red Bull ist ein Energy. Nein, ich dachte aber immer, dass alles, was so, also alles, was nicht Red Bull ist, Energy heißt und das, nee. Das Red Bull heißt. Nee, so, das, mal, das ist das. Ein Red Bull Energy. Ja, das Klugscheißerin. Naja, auf jeden Fall hoffen wir einfach nur, dass es jetzt nicht anfängt zu regnen. Guck mal, da ist er. Nicht zu lange draußen stehen müssen. Wir zeigen es euch jetzt einfach. Und wenn, wir stehen trotzdem draußen. Wir halten jetzt gleich die Kamera aus dem Fenster, okay? Also aus dem
Ich schmeiß ihm die zu. Ich so, hier, nimm mal. Also da müssen weiße Schirme vor sein, ne? Und eine weiße Wand ab der linken Seite, also links und daneben. Securities. Und Securities. Aber die sind ein bisschen weiter weg, weil da muss er ja auf durch den Innenhof. In den Innenhof rein. Er will jetzt gerade, glaube ich, zum Bachelor gehen. Genau. Oder findet, dass es eine geile Sau ist oder so. Keine Ahnung. Hat schon irgendwas gesagt, der war gerade da mit einer anderen Frau, keine Ahnung. Guck nochmal. Oh mein Gott, ich erkenne schon hier war schon, hier ist er gestern lang gelaufen. Du bist so süß, ey. Schritt und Tritt verfolge ich ihn nur. Ich finde auch, dass er toll ist. Ich finde seine Storys unglaublich unterhaltsam. Also, ich bin müde. Mama und ich gehen gleich noch ins Kino. Ich hoffe, das schaffen wir alles. Müssen wir mal gucken, wenn nicht, dann müssen wir morgen gehen. Ins Kino? Ja, das kann sein, dass wir es nicht schaffen. Wir müssen um 19 Uhr los. Dann haben wir jetzt nur noch mal eine halbe Stunde. Mama, der Film beginnt um 20.25 Uhr. Ja, wir gucken. Ich versuche. Und wir haben es gerade mal 18.30 Uhr. Ich versuche das natürlich alles hinzubekommen. Aber jetzt fahren wir bergab, Mara Maus. Und du solltest jetzt eigentlich die Augen offen halten. Okay, wo rechts? Hier war er schon. Hier ist er gerade eben lang gelaufen. Ja, Film noch raus, Eule. Ja, mach ich. Guck mal. Sag mir Bescheid, wenn ihr jetzt hinseht. Ich guck selber, ob ich vielleicht sehe nicht hier noch andere. Hier sind halt so unglaublich viele Menschen. Ja, keine Ahnung, die müssen jetzt einfach am Film sein, haben wir jetzt Pech. Oder sind wir da schon dran vorbeigefahren und die wollen da jetzt gerade alle hin? Das, nein, ich glaube da hinten, das ja. Hat er gefilmt, das hat er gefilmt. Ich bin auch der Meinung, dass es jetzt hier auf der rechten Seite kommt. Da, ja, das bin ich auch der Meinung, er ist nämlich da, das da unten hat er nämlich gerade eben gefilmt. Warte, ja, da steht das Auto und da sind die Schirme. Wo? Ah, oh, ich sehe die Schirme. Oh mein Gott, die Schirme. Wir müssen gucken, weil er ist ja nicht immer da. Ist das hier das Hotel? Ja, super, war schon. Guck mal, kann man hier parken? Ja, aber hier komme ich nirgends so hoch. Wir brauchen einen Parkplatz, Mama. Ich gucke schon einfach, wie er was gepostet hat in seine Story. Begging you. Tag Berlin, ich bin's wieder, eure Mara. Ach, hier waren wir doch immer im Hotel, du. Willst du so dahin laufen? So lange? Oh mein Gott, ich habe nur gesehen, dass du dieses Buch in der Hand hattest. Also ich komme direkt an, Mann. Soll ich hier einfach was schreiben? Wie heißt es? Hast du schon was ausgefüllt? Ist das okay? Ja klar, gerne. Bitte gut, oder? Ich glaube. Krass. Auto wollte ich schon sagen. Wer macht das? Achso, ich dachte, das wäre deine Mama. Nein. Nee, ich gehe zu dir. Zum Glück. Mal schauen, das Foto gemacht. Ich bin aufgeregt, ich bin aufgeregt. Aber da ist auch ein Vogel. Schau ich mal an, ich kann mir jetzt so ein Foto machen. Machst du mit meinem Handy ein Foto? Mach mit meinem, dann schicke ich dir. Danke. Voll. Crazy, ey. Magst du doch so, weißt du, wer alles hier ist? Soll ich Dalia jetzt mal fragen, ob ihr hier war? Na, wolltest du nicht auch mal mitnehmen? Warte, ich fahr gleich. Ja, mach. Der ist da. Ja? Anne hatte dir wegen uns geschrieben gehabt. Ah, hi. Ja, ich habe dir, glaube ich, auch gesagt, dass ich immer mal wieder rauskomme. Ja, ich wusste auch nicht, was ich jetzt hier veranstalten soll, dass sie auf uns aufmerksam machen können. Wir haben dich ein bisschen gestalkt. Alles gut. Keine Ahnung.
Nö. Aber ich glaube, hier sind noch ein paar Leute. Ja, voll gern. Klar. Oh Mann, Leute, Alter, was für ein Nachmittag war das bitte? Also, ich konnte Mara glücklich machen, was den Tim angeht. Bitte? Kann man nochmal raus, ja? Ja, ja. Leute, wisst ihr, ich krieg, wenn Mama nach oben kommt, kriege ich was richtig Tolles, was richtig Leckeres zu trinken in die Feuerwehr-Zernflasche. Oh, mach es, ey. Hm? Ich will einfach nur meinen Feierabend haben. Hm. Ich trinke das jetzt aus, weil ich nicht verdurste. Du und verdursten, ist klar. Ja, ich habe mich jetzt gerade abgeschminkt. Wir konnten nicht ins Kino gehen, weil wir A, keinen Test hatten. Das habe ich gesehen, als ich die Webseite geöffnet habe. Und B, haben die so heftig angestanden am Alex. Ich wollte ja ursprünglich ins Borsigwerke gehen, aber da hätte ich zu lange hingebraucht von der Warschauer Straße aus. Deswegen wollte ich zum Alex heizen. Aber auch da war dann, ja, da war dann echt heftig voll. Also wirklich so voll, dass die anstanden bis, ja, keine Ahnung, wie viele Menschen waren das? Viele auf jeden Fall. Wegen dem Kontrollieren der Tests, dass ich gesagt habe, nee, Mara, komm, da habe ich gar keinen Bock drauf. Wir gehen morgen Borsigwerke, da stehen die nämlich nicht so an. So, ich gönne mir jetzt hier ein Paulaner Spezi. Setz mich auf die Couch. Und gucke mit Matthias einen Film. Stimmt's? Ja, und zwar hatte ich jetzt welche besorgt. Aber ich habe gesehen, dass bei Netflix gibt es auch. Wir haben mein Eis hingeschleppt. Hier habe ich den hingestellt. Ich habe gerade was geklaut daraus. Ich werde noch mal ganz kurz vorher einmal die Kommentare checken, weil ich habe gerade ein Nuri-Foto hochgeladen. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, es würde mich mal mega interessieren. Gibt es hier viele von euch, die nur hier auf YouTube die Videos gucken und gar nicht bei Instagram sind? Lasst mich das mal wissen, weil dann poste ich hier auch mit die Sachen von Insta. Also sprich, wenn ich so Fotos mache oder hochgeladen habe oder. Ja, schreibt mir das mal hier rein, damit ich Bescheid weiß. Alexa, Wohnzimmer 50%. Sorry Leute, es tut mir echt leid. Mit 4 heißt es. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine schöne gute Nacht. Ja. Wir freuen uns natürlich wieder über zahlreiche Kommentare unten in der Kommentarbox. Ja. Und Daumen nach oben. Morgen kommt der zweite Teil davon. Tschüss.